meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist das vierte gemeinsame Forum, das die Hochschule für Musik Nürnberg und das Germanische Nationalmuseum hier gemeinsam durchführen zwischen den Instrumenten einer der größten Sammlungen historischer Musikinstrumente weltweit. Es ist sicher zunächst der Standort Nürnberg mit seinen spezifischen Voraussetzungen, der diese Zusammenarbeit ermöglicht. Hier gibt es einerseits das Germanische Nationalmuseum mit seiner weltweit bedeutenden Sammlung historischer Musikinstrumente und mit seiner wissenschaftlichen Forschungsstärke und andererseits die Hochschule für Musik Nürnberg als jüngste deutsche Musikhochschule mit ihrer Kompetenz im Bereich der historischen Aufführungspraxis und mit ihrem Profilschwerpunkt Alte Musik. Ja, die Kooperation zwischen Musikhochschule und Museum ist einfach eine fantastische Sache. Laute und Nürnberg gehören einfach zusammen. Ach, hallo, ich heiße Alejandro Acosta und ich komme aus Mexiko. Ja, ist eine super, wunderbare Erfahrung. Ich bin die Petra, ich studiere Laute in Bremen und ich bin hier, um am Kurs mit meiner Tenorin teilzunehmen. Das ist nochmal von hier. Schön so, die besser. Dieses Wechselspiel. Ich hatte gerade eine Stunde mit Herrn Collel und er hat mir sehr viel zur französischen Verzierung gezeigt. Okay, erstmal. Gerade dieser gestrige Tag war für mich selber auch wahnsinnig interessant, weil diese vielen verschiedenen Vorträge, da war für mich auch viel Neuland dabei, diese instrumentenbaulichen und unter Frank Legel mit diesen genauen Geschichten zu Weiß. Und heute war ganz schön, weil wir hatten diese Continuo-Klasse mit 7 Studenten. Mein erstes Shape, was wir gemacht haben. Wenn der Basston schon geschrieben ist, dann müssen wir nur den Basston spielen. Und eins von unseren verminderten Septakord-Shapes ist jetzt wieder eine kleine Übung, die ich mir dazu ausgedacht habe. Und das Thema hat ganz gut funktioniert. Also wir sind ganz gut durchgekommen und die haben alle richtig gut mitgemacht und haben das gleich sozusagen so angenommen, wie ich das mir vorgestellt hatte. Und hier die beiden Solostücke mit Chitarrone waren auch sehr schön. Eins italienisch von Kapsberg, eins diese französische Musik, ganz anderer Stil. Und ich freue mich immer, wenn ich neue Stücke höre in Kursen, weil da muss ich die nicht selber aus den Heften raussuchen. Mich freut es, dass das Forum gut angenommen wird von den Besuchern, dass in jedem der beiden Meisterkurse einige Leute sitzen und einfach zuhören. Genauso ist es gedacht. Wir haben sehr positive Rückmeldungen. Das freut mich. Ich heiße Stefan Haas und komme aus Bogotá, Kolumbien und studiere hier an der Musikhochschule in Nürnberg. Also ich bin hier als passiver Teilnehmer und ich finde es sehr schön und sehr stimmungsvoll. Und auch der Herr Collel, ein sehr positiver Lehrer, der die Botschaften, die er rüberbringen will, auch sehr gut rüberbringen kann. Guten Tag, mein Name ist Hugo de Rodas. Ich komme aus Mexiko und ich studiere an der Hochschule für Künste in Bremen und ich spiele auch Barockgitarre. Ich hoffe, wenn wieder mal irgend sowas ist, dass ich wieder Zeit finde, hier dabei zu sein.